Heyo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Jackson Future Video von mir, dem Sir Zirkulot. Wir haben es den 5.9.2016 und wir starten wie immer auf Weltelf Internationale. Ja, 5.9., wenn ich so gerade auf das Datum gucke, denn der Monat geht doch dann echt schon schnell vorbei. Es sind dann ja vielleicht jetzt schon noch 25 Tage und dann haben wir schon Oktober und dann geht das alles mit der Universität schon los. Ach du liebes bisschen, ach du liebes bisschen. Wollen wir aber jetzt nicht drüber nachdenken. Wir sind ja noch hier schön in Shakes and Fidget drin. Haben gestern noch einen Livestream gehabt, war wieder ziemlich lustig, war wieder länger als ich eigentlich wollte, aber das passiert ja bei mir automatisch. Und blicken mal hier so auf WF herein. Ihr seht wieder unfassbar viele Äpfel. Ich glaube, ich war nicht einen Tag ohne Äpfel, seitdem ich Pipets habe. Und deswegen läuft Erde auch so super. Das ist ja mein Ziel gewesen, hier auf Erde vernünftig was zum Laufen zu kriegen. Ansonsten sieht es bei den Pets so aus. Ich habe gestern noch Schneegrim gelegt, ich habe heute Kokofüll gefunden, Rapaello gelegt, Blackstar gelegt. Versuche ich gerade zu finden, den finde ich auf der Insel Scarpa heute am Tage im Herbst. Also wenn ihr eure Herbstpets nicht habt nach 5 Tagen, dann solltet ihr jetzt mal dringend was daran ändern. Also dafür gibt es von mir ja schon mal den Zeigefinger, den ich jetzt hier vor mir herwedle, dass ihr Blackstar noch nicht gefunden habt. Und Wasser, ja, sieht schwächer aus, als es eigentlich ist. Oder beziehungsweise sieht stärker aus, als es eigentlich ist, weil es steht hier jetzt zwar Wasser 48, aber ich habe hier ein 29er Okodil und ein 15er Schnöck. Das heißt, wir sind gerade am schwächsten Punkt, weil, ja, Okodil ist nicht stark genug, um gegen die Leute, die hier so vielleicht ein höheres Okodil haben. Und Schnöck ist einfach auch noch nicht stark genug, um Okodil irgendwelche Sachen auszurichten, wenn man das mal vergleicht. 2800 Schaden zu 70.000 Leben ist zu 21.000 Leben und 3.300 Schaden halt ein Unterschied. Auch wenn wir jetzt hier einen Kundi haben, aber der macht ja eigentlich noch mehr Schaden als der Krieger, ne? Deshalb, wir brauchen noch auf jeden Fall ein paar Level und ich hoffe, wir kriegen dann am Wassertag 5 Siege hin. Haben wir heute auf jeden Fall geschafft. Wir haben heute Tink dreimal gefüttert und auf jeden Fall noch 2 Zitronen gefunden. Heute 5-mal gewonnen. Trotzdem sieht es in der Ehrenhalle total kacke aus. Also was heißt kacke aus? Ich bin Rang 50, ja. Ich möchte aber in die Top 30 kommen, um hier zwischen den ganzen Corsa Nostras nochmal hervorzuheben. Shigi und Patzig übernehmen das aktuell für mich. Aber ich sollte dann, guck mal, ich habe, wenn ich Blackstar gefunden habe, habe ich 34 Pets und das ist mehr als manche Leute hier oben. Naja, ich werde auf jeden Fall noch mehr dafür tun, dass ich hier vorankomme. Dann will ich auf jeden Fall noch eine schöne Nachricht hier mitteilen. Die ist zwar nicht so besonders, weil sich das bald ändern wird, aber New Era Smurfs ist rauf, Rang 1 auf W11. Oh ja. Wir haben zwar nicht einen langen Aufenthalt auf Rang 1, aber wir haben einen kurzen Aufenthalt. Und das ist jetzt nicht mehr direkt am Anfang des Servers, sondern wir haben jetzt hier, die starken Gilden haben sich jetzt schon herauskristallisiert. Und wir haben einen kurzen Aufenthalt auf Rang 1. Den werden wir nicht mehr lange halten, weil uns greifen hier die Black Dragons an. Die werden sich dann Rang 1 wieder zurückholen. Und wir greifen die Polish Devils an. Ja. Und damit werden wir uns dann, glaube ich, auf Rang 2 ungefähr einordnen, wenn dann die Ehre abgezogen wurde und so weiter. Naja, und wir haben ja noch eine Gilde, die auf jeden Fall noch hier von unten irgendwo herkommt, wenn ich sie mal finde. Wenn nicht, gucken wir mal hier, Corsa Nostra. Ach, die ist schon auf Rang 15. Ja, Corsa Nostra will jetzt auch langsam seinen Weg auf Rang 1 machen und deswegen, ja, wird sich das bald so auf 1, 2, 3 einordnen. Ich würde sagen, New Era Smurfs kann sich da auf jeden Fall, ja, sicher sein, dass wir auf Rang 3 landen und dann sind die Black Dragons unsere polnischen Gegner. Wir werden Polen stürmen, wie wir schon damals in Dänemark gemacht haben, meine lieben Freunde der alten Shakes and Fidget Kunst. Gut. 141 bin ich, kein Lebenstrank gefunden, ist mir auch egal. Was erst, was sie tun werden, ist am Glücksrad drehen 20 Mal und gucken, was da so bei rumkommt. Keine Pilze, 3. Durchschnitt ist ja 6 und der Durchschnitt von 6 wird erreicht. Ihr könnt immer davon ausgehen, ich finde, pro Tag, wenn ihr 20 Mal dreht, ungefähr 6 Pilze. Das heißt, ihr könnt das so ausrechnen. Das heißt, im Durchschnitt jeden Tag 6 Pilze gefunden und ihr braucht für eure Alu, wenn ihr 320 Alu spielt, dann 11. Das heißt, 5 Pilze gebt ihr am Tag durchschnittlich aus. Mal mehr, mal weniger, aber das heißt, der Durchschnitt rechnet sich ja aus diesem mal mehr, mal weniger aus. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange eure Pilze halten und so weiter und welche Risikos ihr eingehen werdet. Und das bezieht sich dann auf ein Video, was ich bald endlich mal hochladen werde, was ich schon geskriptet habe vor 2 Monaten, erstellt habe vor einem Monat und noch nicht hochgeladen habe, weil ich kein Bildmaterial hatte. Aber so langsam will ich mich mal daran setzen, wie man nämlich effizient, effektiv Pilze ausgibt, wie man am wenigsten mit wenig Pilzen sehr viel erreicht. Das ist ja, glaube ich, einer meiner Königsdisziplin, wie man aus dem wenigsten Geld das meiste rausholt. Ich glaube, W11 ist mal wieder so einer der Server, die das beweisen. W7 war ein Server, das beweist. S36 hat das bewiesen. Und ich glaube, ich bin dafür qualifiziert, euch das beizubringen, weil viele Leute mich das auch fragen. Und deswegen wollen wir das mal an den Mann bringen hier. Gut, gucken wir mal, was hier Brustpanzer, toll.
Dann wollen wir in den Dungeon gehen. Ich kann nämlich bei den Pets überhaupt gar nichts mehr reißen. Und auch eigentlich beim finsteren Reiter nicht wesentlich viel reißen. Ich hatte zwar jetzt einen knappen Try, aber ich glaube nicht, dass der jetzt liegen wird, weil ohne Lebenstrank geht es halt aktuell irgendwie doch nicht, ne? Und das nervt. Ja, ihr seht schon. Keine Ahnung, ich habe aktuell so eine Dungeon-Sperre, das heißt, ich muss jetzt echt bei den Pets was machen, aber bei den Pets kann ich aktuell auch nichts reißen. Bis ich da was machen kann, dauert es ein bisschen, vielleicht bei Lillipon bald mal Marmalot legen. Ansonsten Schatten, ja, habe ich erst Schneegrim gelegt und das nächste wäre Ruptikatz und das ist ein Kundi und deswegen müssen wir erstmal ein bisschen leveln. Und genauso sieht es auch bei Feuer aus, da können wir auch, Zischboom legen, können wir auch noch nicht finden. Ja, ja, damit wäre es das eigentlich auch schon von Welt 11. Aktuell alles nicht so spannend hier auf dem Server, aber wir gehen rüber auf W7 und sehen hier Stufe 310 schon wieder so viele Erfahrungspunkte. Wie kam das zustande? Yo, ich habe gestern im Livestream den Schwarzschildritter gelegt und das war gar nicht knapp. Das war alles andere als knapp, würde ich sagen. Kunigunde hat wieder sehr gut gerissen und dann hat hier das Sokolotte mal ganz kurz den Kampf für sich entschieden. Und das kam ein bisschen überraschend und das bedeutet, wir sind jetzt hier im Zirkus des Grauens auf Welt 7. Und wenn ich mich mit anderen Krieger vergleiche, wenn ich hier die Tedulka angucke, die hat 5 Dungeons mehr als ich. Legende 2016 hat auch 5 Dungeons mehr als ich. Und die Isnella hat nochmal 7 Dungeons mehr als ich. So, wenn ich das ein bisschen vergleiche, das glaube ich 340 so eine kleine Bremse ist. Oder 240 Dungeon-Etagen. Und ich weiß, dass sie bei Beppo der Clown sind. Das heißt, wir können hier eigentlich der blinde Messerwerfer ziemlich gut legen. Sollten wir legen können. Wenn wir vielleicht ein paar Pilze investieren würden. Die will ich aber aktuell noch nicht so ausgeben. Ich bin ja noch im Sparmodus. Das heißt, der ganze September ist mit 300 Alu und nicht mehr. Je nachdem, wie viele Pilze ich so finde. Und das können wir ja mal ganz kurz nachgucken, wie viele Pilze ich finde. Wenn wir hier mal 20 Mal am Glücksrad drehen. Durchschnitt ist 6. Wir können ja mal gucken, wie viele Pilze dabei rumkommen. Gar keine. Zum Beispiel jetzt gar keine Pilze bekommen. Und dann wird es wieder Tage geben, da kriege ich dann 12 und das gleicht dann diesen Tag aus. Oder ich bekomme morgen 9 und dann am nächsten Tag wieder 9 und das gleicht dann das wieder aus. Und deswegen, der Durchschnitt ist 6 Pilze pro Tag. Und ich habe aber jetzt 250 Pilze, ich muss noch 5 ausgeben. Oder ne, ich muss nur noch einen ausgeben und wir haben heute den 5. Das heißt, es passt perfekt schon rein. Das heißt, ich bin jetzt, ich sag so oft, das heißt, ne? Ich glaube, ich muss mir jetzt abgewöhnen, Leute, ab morgen gibt's weniger, das heißt. Ich habe das auch schon in den letzten Videos öfter gesagt, das heißt, das heißt, das heißt. Nee, das heißt gar nichts. Gut, wir wollen dann nämlich bis zum 30. durchhalten und können dann nächsten Monat wieder ganz, ganz schön aufladen. Ich bin aktuell in der Bredouille, ich musste viele Sachen bezahlen, die ich nicht bezahlen musste, wollte, wegen eines Rotblitzers zum Beispiel. Leute, fordert niemals eine rote Ampel heraus, vor allem nicht in einer fremden Stadt, ihr werdet böse Nachrichten erhalten. Wir gehen aber hier vorher ins Portal, bevor wir irgendwas machen. Erstmal gegen den Blutokkultisten, der bis jetzt schon gut auf die Nase bekommen hat. Und bekommt weiter gut auf die Nase. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. 69% oder war das 59? Nee, das war 69% auf 45. Sehr gut. Und dann den Umsenser, ein neuer Gegner der Gilde New Era. Ein Stärkegegner, das heißt, da werde ich wahrscheinlich nicht... Ich habe schon wieder das heißt gesagt. Da werde ich wahrscheinlich nicht so viel Damage reißen. Mal gucken, was wir da rausgemacht haben. 5 Millionen. Ja, ja. Für, da hat der Fail X, der... wesentlich schlechteres in den Fail X oder Fakes? Fakes. Ich erinnere mich immer an den Fail X von W11, mit dem ich mich in der Festung prügle. Der hat hier wesentlich schlechtere Stats als ich und hat dann trotzdem viel mehr gerissen. Na, ist nur ein bisschen traurig. Naja, ab in die Schattenwelt. Wir wollen den blinden Messerwerfer mal legen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr jetzt an diesem Punkt des Videos seid, dass heute wieder was Lustiges auf euch zukommen wird, denn wir müssen noch auf einem Server nach etwas blättern. Und ihr wisst ja, wie das mittlerweile bei mir läuft. Es läuft immer scheiße. Gut, Bad Bertram hat da eigentlich relativ gut abgezogen. Markwort eher schlecht. Mal gucken, was die Kunigunde da reißt. Das ist jetzt Kunde gegen Kunde, da erwarte ich nicht viel. Oh, Kunigunde. Ich will ja jetzt nicht sagen. Ich lehne mich jetzt zurück und schaue, was der liebe Sir Zocolot, die liebe Sir Zocolot reißt. Ein schöner Crit. Jetzt irgendwie mal blocken oder so. Nein, nein, blocken. Oh, fuck, ja, jetzt hat mal die liebe Sir Zocolot nicht so gut gerissen. Heute mal kein Hashtag Kriegerlauf. Naja, wie dem auch sei. Wir wollen dann mal kurz auch hier in die Pets gucken, wie es jetzt aktuell aussieht. Wasserfluoch, ich versuche so wenig Wasserfrüchte zu kriegen, wie es eigentlich nur geht, weil ich werde dann bald Unda schaffen. Und dann brauche ich erstmal Aura-Punkte, weil Unda, ja, so toll gelegt ist. Und ich möchte Werbung machen für eine Tabelle, die werde ich jetzt gleich einmal ganz kurz öffnen. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt in einer Tabelle, die hat der liebe Sebi-Chan von W11 aus meiner Gilde New Era Smurfs
eröffnet und möchte sie mit der Welt und mir teilen. Das ist eine Tabelle, die hat er angefertigt, damit viele Fragen, die so in den Kommentaren oder im Stream gestellt werden, sich einfach von selbst beantworten. Das ist so eine Tabelle, die sich darauf auslegt, was ist die stärkste Variante oder was sind Varianten, Pet-Varianten und was ist die Casual-Variante. Das heißt zum Beispiel, alles was ihr in grün seht, Casual, zum Beispiel fängt man mit Okudil an, das ist der stärkste der drei Starter-Pets und dann grün seht ihr dann hier als markiert für, was ein Casual-Spieler nehmen würde. Dann seht ihr zum Beispiel Darius Pet-Variante und noch andere Pet-Varianten, die hier unten noch, die zeige ich gleich, auf die man dann umsteigt. Das heißt, ihr seht hier Okudil, nehmen beide, das heißt, stärkstes Dreier Starter-Pets, das heißt, ich sag schon wieder, ja, das heißt, Leute, oh mein Gott, ich muss damit aufhören. Ich werde mir hier eine Datei machen, wo ich nur stehen habe, nicht das heißt zu sagen. Das nimmt jede Variante und dann sehen wir hier, für Darius Pet-Variante schafft man damit Unterbiss, deswegen steige ich hier bei Gelb um. Ein normaler Spieler würde dann bei Seppard umsteigen, beziehungsweise bei Muesli. Dann seht ihr hier auch noch einzelne Sachen und ihr könnt euch aber einfach hier durchscrollen. Und ihr seht dann einfach, alles was grau ist, ist komplett unwichtig für uns. Das ist komplett unwichtig, das sind einfach nur Sachen, die wir finden sollten, aber nicht gebrauchen können für irgendeine Pet-Taktik. Oder zumindest nicht für eine Casual-Pet-Taktik oder für die Pet-Taktik von mir oder von Sebi. Gucken jetzt mal hier bei Darius Triad-Variante. Und da möchte ich auf etwas eingehen. Ihr seht hier schön meine Variante, wie ich sie spielen werde. Vielleicht noch nicht ganz perfekt, so wie sie laufen sollte. Aber das ist eine Variante, die man spielen kann. Und jetzt möchte ich euch mal auf etwas aufmerksam machen. Auch wieder, um euch hier in Zahlen zu beweisen, wie scheiße Wasser designt ist. Ich habe eine ziemlich rapide Wasservariante genommen, ja? Oder ich muss... Das ist eine der schnellsten Wasservarianten, die man nehmen kann. Okay, man kann auch mit Okudil Unterbiss legen. Stimmt. Dann kann man noch weniger Wasserfrüchte rausholen. Trotzdem braucht man 292 Wasserfrüchte, um durchzukommen. Wenn man jetzt mal hier guckt, bei Erde oder Schatten, auch wenn das sehr extreme Varianten sind, 191, 190. Feuer ist für mich da der absolute Durchschnitt, ja? Das ist ein absoluter Durchschnitts... Variante 250 finde ich okay. 267 geht, glaube ich, auch noch ein bisschen besser. Bofuchs, man kann, glaube ich, auch noch später umsteigen. Oder ne, Bofuchs ist, glaube ich, hier. Bofuchs, Killridge, Unicorn. 267, 250, das ist so der Durchschnitt. Wasser 292 auf einer rapiden Variante. Es geht noch ein bisschen weniger. Aber wenn wir dann gucken, selbst Casual-Variante. Casual, ja, die Variante, da, wo man nur darauf achtet, Free Tries zu machen und so weiter. Okudil, Zeppard, Nyxoid, Unda, Hydrospür, 313 plus. Okay, bei Licht finde ich ein bisschen krass, 363. Ich glaube, das geht noch ein bisschen anders. Wobei, geht eigentlich nicht. Geht eigentlich nicht. Na. Aber ihr habt hier einfach hier so einen Überblick. Hier sind auch noch Alternativen. Wie ihr so bilden könnt, wenn ihr Pilze ausgeben wollt. Hier die Darius Triad-Variante. Könnt ihr auch in der Tapet-Tabelle gucken. Und dann die Zepps-Variante. Das ist dann hier... Für Casual-Spieler, das heißt, ihr wollt keine Free-Tries, ihr wollt nicht viele Pilze ausgeben, ihr macht eure Free-Tries und geht dann einfach diese Variante und macht nicht so viele Fehler. Das heißt, wenn ihr nicht so viel Ahnung von Pets habt oder euch nicht sicher seid oder irgendwas zum Angucken haben wollt, dann schaut erstmal auf diese Tabelle. Ich werde im späteren Verlauf der nächsten Wochen noch einen Pet-Guide rausbringen, wo ich genau erkläre, warum man so und so an alles rangeht. Aber wenn ihr nicht immer in Videos fragen wollt oder im Stream fragen wollt, kann ich dies machen, kann ich das machen. Dann nehmt diese Tabelle, ich werde sie jetzt unten in die Beschreibung packen und auch die nächsten Videos unten in die Beschreibung packen und auch in meinen Gilden in die Beschreibung packen, dass ihr da reingucken könnt und einen ungefähren Richtwert habt, wie ihr das mit dem Habitat schaffen könnt. Mit den Habitaten, mit den Pet-Leveln und so weiter. Kurzer Exkurs wegen Unda, dass wir das mal geklärt haben, weil das ganze Problem ist, dass man mit Wasser viel Früchte braucht und dann halt noch Unda braucht, um das Habitat zu legen und das ist meiner Meinung nach immer noch kacke designt. Aber ich weiß nicht, wie es aktuell im Forum aussieht mit der ganzen Diskussion. Ich bin gespannt. So, wir machen dann hier meine Quest an. Ich wollte noch auf Insel Scarpa. Machen wir später, gucken noch ein paar Flimmerkisten. Wir haben gedreht und gehen hier auf S36. Haben hier auch Licht heute. Wir haben eigentlich auf jedem Server das Licht heute gut überstanden. Und muss auch sagen, mittlerweile laufen die Pet-Kämpfe ziemlich gut. Ich mache selten nur noch Minus. Also es gibt manchmal Tage, wo ich dann so Kämpfe kriege, die ich komplett verkacke. Aber ich gehe oft mit der positiven Siegrate aus den Kämpfen heraus. Und wir nähern uns hier Stufe 349. Haben ja unseren Drachengreifen hier.
Und ich bin relativ zufrieden damit, das will ich eigentlich als nächstes skillen, weiter geschickt skillen. Und gehen dann damit ins Portal, wo vielleicht sollten wir vorher drehen. Hier kann ich nichts manchmal drehen, ihr wisst ja, war ja am Samstag nicht so aktiv und Sonntag kamen nicht so viele Flimmerkisten. Deswegen, ja, muss ich jetzt erstmal wieder über diese ganze Woche hinweg ein paar Flimmerkisten erarbeiten, dass ich da dann, ja, ordentlich drehen kann. Rucksack ist schon voll, ja, natürlich nur Müll bekommen, Müll, 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 Müll. Und zack, wieder eine Waffe, die gibt 1 Million, das ist auch nicht viel. Können wir wieder etwas skillen. Und hoffentlich kriegen wir noch ein paar Ressourcen rein. Ansonsten baut unsere Festung jetzt auf 18 aus. Morgen in 11 Stunden. Das heißt, nee, übermorgen um 1 Uhr werde ich dann Glück am Glücksrad drehen, damit ich wieder ein paar Ressourcen reinkriege. Ich glaube nicht, dass wir bis dahin hier genug Ressourcen haben sollten, um weiter auszubauen, sondern wir werden die Akademie ausbauen. Und dafür brauchen wir halt noch 2 Millionen Steine. Ich hoffe, das klappt. Aktuell kriege ich ja gar keine Festungskämpfe rein. Das liegt vor allen Dingen, glaube ich, auch darin, dass ich meine Befestigung ausgebaut habe in den letzten Tagen. Und seitdem ist, glaube ich, auch schon länger kein Festungskampf mehr reingekommen. Ich kann ja mal gucken. Das ist vom 3.9. Okay, seitdem kam auch kein Festungskampf mehr rein. Und ich glaube, es geht so weiter. Aber wenn mich dann mal einer angreift, dann wird es auf jeden Fall wehtun. Und darauf muss ich mich auf jeden Fall vorbereiten. Deswegen müssen ein paar Flimmerkisten hier reinkommen. 20 Mal drehen sollte heute noch drin sein. Wir haben jetzt 14 Uhr. Und ich werde später heute Abend noch weg sein. Das heißt, da muss ich wieder 3 Stunden abziehen. Oh, mal gucken, wie ich das hinkriege. Oh, ja, mal sehen. Wir wollen in den Dungeon. Ich sag euch jetzt schon mal, nee, wir wollten vorher ins Portal. Frühjahrsgeburt. Wir werden eh nicht viel schaffen. 93 auf 86. Juhu, juhu, juhu. Und dann mal Old Purple Hand. Auch hier werden wir nicht viel reißen. Es ist mittlerweile sehr frustrierend, die Portale hier auf S36. Gehen in den Zwergpool rein und ich kann euch auch hier sagen, den werden wir auch nicht schaffen. Ich hatte gestern nur Tries, wo ich bis hierhin gekommen bin. Und das war, ja, wie soll ich sagen? Oh! Oh! Ich will mal ganz kurz den Try angucken. Das Zwergpool. Ich will mir den Try mal ganz kurz angucken. Und will mal analysieren, wie das zustande gekommen ist. Weil ich hatte, wie gesagt, gestern nur Tries, die bis hier ging, wo ich einfach nur auf die Fresse bekommen habe. Und jetzt, ich will mal wissen, wie sich der Kampf entwickelt hat. War vielleicht sogar ein Schlag davon entfernt, den zu killen? Weil es ist ja so, dass sich die Kampfrundenbasiert immer höher schaukeln vom Schaden. Und irgendwann, ja, 6 Millionen Crits sind jetzt hier schon mit bei. Und da am Ende war ja noch 12 Millionen übrig. Will ich mal ganz kurz analysieren. Auch das ist nötig. Mir hat gestern zum Beispiel in einem Stream gesagt, wenn du Shakes the Fitted spielst, sieht das total kompliziert und anstrengend aus. Es passiert auch, wenn ich vor allen Dingen Privat-Alo spiele. Ich glaube, 12 Millionen, 2 Schläge wäre es gewesen, dann wäre ja vorbei gewesen. Ich gucke auf Tabellen und das muss sein und das muss sein und das muss sein. Es ist definitiv ein anderer Shakes the Fitted Flow wie bei vielen anderen, die dann zu anderen kommen. Oh, guck mal in die Läden, machen wir mal Quest rein und dann gucke ich wieder auf einen anderen Monitor oder gucke woanders rein, guck mal in die Flimmerkiste und so weiter. Und dann, das ist natürlich ein anderer Flow, als wie ich das will, dass ich hier Gas geben möchte. Da sind wir auf S35. Krimbad, auch der hat gestern im Stream einen Dungeon gelegt. Ja, ja, ja. Wir haben hier den Dungeon gar nicht gespeichert. Mist, wir haben hier den letzten Dungeon gelegt, den wir ja gestern noch nicht gelegt haben. War auch wieder ein knappes Unterfangen. Habe ich leider nicht gespeichert, den Kampf, und sind damit Stufe 327 und hängen jetzt hier am Quälgeist. Und ich glaube, den können wir auch schaffen. Habe auch gestern einige Pets nachgeholt. Wir haben erstmal hier Unterbiss und Nixoid gefangen, wollen aber heute ins Wasserhabitat gehen und Fluoch legen und den zu finden. Leute, Leute, Leute. Ansonsten habe ich dann in Licht, glaube ich, noch Mesmerit gefunden heute, Erogenion, und werde wahrscheinlich die Zitronen jetzt dort reinfüttern, weil ich werde jetzt nämlich auf Mesmerit umsteigen. Und dann Erde habe ich Kloptivop besiegt, habe Rufus, ne, Rufus habe ich nicht gefunden, Schatten habe ich auch, Flederer Datz besiegt, wobei wir könnten, glaube ich, auch schon Rosa Lynx schaffen, aber das Donnerstag kann das warten. Dragopyr, Leute, wir haben jetzt gleich 2 Pets zu finden. Wir gehen jetzt in den Dungeon, wir gehen jetzt in den Pet-Habitat und hoffen, wir schaffen Fluoch. Und müssen dann 2 Pets finden. Aus 2 verschiedenen Läden. Auf meinem YouTube-Account. Das haut nicht hin. Gut. Ich finde es auch eigentlich besser so. Wir werden Fluoch dann morgen oder so angehen. Und heute uns erstmal um Dragopyr kümmern. Wir gehen in den Waffenladen. Runde Nummer 3. Waffenladen gegen Sir Zockelot. Ihr wisst es, wie es läuft. Guckt euch die letzten Videos an. Es gibt immer Déjà-vus. Und wir gehen mal rein. Oh Gott. Ich habe Angst. Oh, da ist das Ei schon. Oh Gott. Kein Déjà-vu. Shigi hat nichts zu lachen. Alle haben nichts zu lachen. Ich habe mein Pet. Oh, gut. Dann wird es halt morgen bei Fluoch passieren. Stell dich schon mal darauf ein. Morgen. Morgen ist, glaube ich, auch Wassertag.
Morgen ist dann Wassertag, glaube ich. Und dann werden wir halt mit Zephard genug Level haben, um Fluor zu legen. Ich werde den vielleicht auch später mit Free Trace noch weiter versuchen. Und dann werden wir morgen im Zauberladen nach Fluorchlu suchen. Und dann haben wir es bestimmt wieder nicht geschafft, unsere 33 Pilze komplett weggehauen zu haben. Wie dem auch sei, wir wollen noch mal kurz ins Portälchen. Mit Reste der Matter könnte heute fallen. Sie fällt nicht, aber ich hoffe, sie fällt morgen. 18%, wir haben jetzt 23. Okay, die fällt dann wahrscheinlich übermorgen eher. Gehen in den dann hier ins Portal und machen Mephissimo. 3 Millionen abgezogen, leider nicht so viel. Können gleich nochmal hier drehen, machen wir aber später. Wir gehen nämlich auf S32 zum lieben Grimbart. Hier habe ich mich jetzt dazu entschieden, mich erstmal wieder auf die Pets zu konzentrieren, weil, ja, ich finde der Peitscher, der ist irgendwie doof. Der fällt, der wird irgendwie nicht fallen. Und wir gehen aber vorher ins Portal, werden dann gleich mal hier mit Risse der Mate angehen. Die ist jetzt beim Grimbart niedriger als beim anderen Grimbart. Das heißt, er hat jetzt im Portal überholt. Das finde ich interessant. Machen hier den kleinen Kriecher, werden wahrscheinlich wieder nichts abziehen. Und werden nicht in den Dungeon gehen, sondern bei den Pets reingucken. So, wir haben hier gestern Tivic gefunden, könnten Darfug machen. Ich glaube, Darfug dürfte aber nicht liegen. Pharamum macht keinen Sinn. Ja, Mantiflam ist mit Fachan 94 noch ein bisschen heavy. Wobei, ich habe Rudelbonus mehr. Vielleicht könnte ich das probieren. Stonor, Kloptivop, das wird auf jeden Fall nicht hinhauen. Aber Bofuchs da... Ich glaube, wir gehen mal mit Zephard hier gegen Unterbiss voran. Ist natürlich gut, dass ich das mache, wenn ich, ja, wenn wir heute Sonntag haben. Wenn wir heute Montag haben und am Sonntag kann man das Pet finden. Ist, glaube ich, sehr relativ gut möglich. Werden wir aber heute nicht machen. Gucken wir mal hier ins Glücksrad. 124 Lucky Coins. Und gucken, wie viel wir da so rauskriegen. Wir werden heute auf jeden Fall versuchen, wieder an 20 Dreher zu kommen. Ich habe euch das ja schon erklärt. Versucht, an einem Tag 20 Dreher zu erspielen und dann eure ersten Polster-Lucky-Coins zu erspielen. Die Polster-Lucky-Coins lassen euch dann am nächsten Tag weniger Flimmerkisten gucken und könnt dann am nächsten Tag wieder ein Polster und dann entsteht irgendwann ein Polster von 200 Lucky-Coins und so weiter und so weiter. Und das ist so ein Schneeball-Effekt, der sich halt down the road runterzieht. So, zack, einmal wieder eine Flimmerkiste gucken. Auf S35 auch 13 mal drehen, erstmal vorerst und dann wären wir ja mit dem Video erstmal durch. Schaut auf die Pet-Tabelle auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann müsst ihr sie nicht nur an mich stellen. Das Glücksrad stellt mich schon mal darauf ein, dass ich morgen mehr blättern muss, ich bin schon gespannt. Und damit werden wir dann hier nochmal die letzten Quests reinhauen, vielleicht finden wir ja noch die Insel Scarpa auf W11 und ansonsten werde ich mich dann von euch verabschieden. Scarpa habe ich gefunden, aber nicht die Insel Scarpa. Werde hier die kurze Quest nehmen, oder? Nee, ich werde nehmen die 5-Minuten-Quest. Und werde mich dann von euch verabschieden. Wir sehen uns dann morgen in einem neuen Video von mir, dem Zotokolot. Bis dann, Leute. Ciao!